Hallo zusammen und willkommen zurück im Studio. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Ruth Sasek, das sind meine Schwestern und wir sind alles Töchter von Ivo und Anni. Und mein Papa, er ist auch schon seit langem in dieser Aufklärungsarbeit und so weiter auch drin. Und er hat kürzlich so einen Begriff geprägt und der heißt Krisenprofitverbot. Und ich habe das Vorrecht, dass ich auch immer wieder halt höre, was er Neues plant und macht. Und das hat mich so begeistert, dieser Gedanke, dass niemand an den Krisen profitieren darf, wie zum Beispiel jetzt an der Ukraine-Russland-Krise. Während die Völker verarmen und in Not gestürzt werden, steigert sich die Konten von manchen Leuten in solche Höhen, dass man damit die Straßen Europas vergolden könnte. Und das wollen wir ein Ende setzen. Und das habe ich ein Lied geschrieben, was ich jetzt mit Ihnen gerne singen möchte, um diesen Schulterschluss zu verhelfen, dass wir gemeinsam fordern, Krisenprofitverbot. Niemand soll sich an irgendeiner Krise bereichern. Okay. Gemeinsam fordern wir Krisenprofitverbot. In Zeiten der Völkernot fordern wir Profitverbot. Wann immer Geld regiert, herrscht Korruption. Setzen wir die Endstation der Krise durch Profitverbot. Krisenprofitverbot, 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 Profitverbot. An der Krise bereichern, niemand soll sich bereichern. Kommt dir das nicht alles langsam auch etwas ulkig vor? Hast du nicht dieselben Fragen? Komm, wir fragen sie im Chor. Wer profitiert von den Kriegen? Wer von den Wirtschaftskrisen? Wer von den Weltpandemien und Weltklimakrisen? Hey, gemeinsam fordern wir Krisenprofitverbot. In Zeiten der Völkernot fordern wir Profitverbot. Wann immer Geld regiert, herrscht Korruption. Setzen wir die Endstation der Krise durch Profitverbot. Krisenprofitverbot. Krisenprofitverbot. Krisenprofitverbot, Profitverbot. Hey, niemand soll sich bereichern, an der Krise bereichern. Niemand soll sich bereichern. Ja, ja, hey, hier ist nichts okay. Kommt besser jetzt ans Licht, denn das Volksgericht wird euch zur Rede stellen. Ja, ja, hey. Okay, kommt besser jetzt ans Licht, denn das Volksgericht wird euch zur Rede stellen. Gemeinsam fordern wir Krisenprofitverbot. Gemeinsam, ja, ja, hey. Hier ist nichts okay. Kommt besser jetzt ans Licht, denn das Volksgericht wird euch zur Rede stellen. Gemeinsam fordern. Krisenprofitverbot.
Oh, wow, wow. Ich sag dir, wenn du solche Töchter hast, da willst du ewig leben. Danke, danke für das wunderbare Lied. Wow.